Mein Name ist Philipp Wedekind und ich lebe und arbeite in Nierstein. Nierstein, 20 Kilometer südlich von Mainz gelegen, direkt am wunderschönen Rhein. Der Rote Hang ist meine Heimatkulisse und wir stehen hier gerade in einem Weinberg von mir, den ich seit über 18 Jahren ökologisch bewirtschafte. Und was man hinter mir sieht, ist eine schöne hochgewachsene Begrünung, die sehr viel organische Masse bildet, was uns beim Humusaufbau hilft und einfach die Böden verbessert. Das Ganze wird bald eingearbeitet, das heißt erst gemulcht und später in den Boden eingearbeitet und bietet sehr viel organische Masse und auch viel Düngepotenzial im Prinzip für die Reben. Und hier sieht man wunderschön die Knospen, die aufgehen und im Prinzip, wo die jungen Triebe wachsen, wo dann dieses Jahr die Weintrauben dranhängen werden. Wir stehen hier in einem Johanniter-Weinberg, das ist auch ein sogenannter Piwi und diese Rebsorte Johanniter ist sehr dafür bekannt, dass es sehr früh austreibt. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Farbe, wenn so eine Rebknospe anfängt aufzugehen, man so die ersten Blattansätze sieht, bevor dann der Trieb sich entwickelt. Oh, das ist wunderschön. Im Winter haben wir die Zwiebeln, die Blumenzwiebeln hier gesteckt und jetzt sieht man schon, wie dieser Input dieser anderen Art im Prinzip viel mehr Biodiversität hier in den Weinberg lockt. Hier sieht man Bienen, die sich an den Pflanzen, an den Blüten laben und ja, einfach eine Vielfalt in dem Weinberg entsteht, die total wichtig ist für unsere Insektenvielfalt. Und das Ganze kann man wunderbar in so einem Insektenhotel sehen, was wir hier schon lange etabliert haben. Und wenn man sich das anguckt, die ganzen Niströhren von den Solitärbienen sind fast alle belegt oder sie sind gerade geschlüpft und werden im Laufe des Sommers wieder neu belegt werden. Und man sieht hier immer wieder Insekten, Bienen, die da dran gehen und sich ihren Platz suchen. Wir sind hier in Weinberg und sehen hier die schöne Winterbegrünung. Hier sieht man, dass das Getreide wunderschön aufgegangen ist. Und nebendran eine Wicke. Die Wicke nutzt das Getreide als Stützfrucht und hält sich da wunderschön dran fest, wenn der Bestand höher wird. Und somit bringen wir einfach eine Vielfalt in den Weinbergsboden rein und können so ein bisschen die Monokultur Rebe aufbrechen damit und bringen natürlich ganz viele unterschiedliche Blüten in den Weinberg, was ganz viel Biodiversität einfach wieder fördert. Wir sind hier in der Fläche, die ungefähr 20% von meiner Bewirtschaftungsfläche ausmacht, 2 Hektar. Und diese 2 Hektar haben wir 2018 komplett neu gepflanzt. Das ist ein großes Stück, das ist sehr viel Arbeit. Die Reben müssen in die Erde, das wird zum Glück maschinell gemacht, aber der ganze andere Aufbau von den Drahtanlagen als auch die Weinbergspfähle, die müssen halt mit der Hand und mit Maschinen gesetzt werden. Und dann kommt natürlich die Arbeit, dann kommt so ein Holzpfählchen dazu, da kommt die Klammer dran, dann wird der Stock schön angebunden mit so einem Gummi, damit er auch stabil ist und fest ist, damit er die Maschinenarbeiten überlebt. Und hier sieht man das ganz schön, da ist mein Mitarbeiter vor 2 Tagen gefahren. Da ist ganz rein mechanisch mit so einer Art Fingerhacke, also bei uns heißt es Rollhacke, gefahren und hat hier so ein Stück Boden rausgeschält. Man sieht das wunderschön, das ist unten ab, die Wurzeln können abtrocknen und das Unkraut trocknet einfach ein und wir brauchen dazu keine anderen chemisch-synthetischen Stoffe mehr und können somit den Bewuchs regulieren im Unterstockbereich. Und das machst du einmal im Jahr oder musst du das? Nein, das wird immer wieder gemacht und immer wenn wir eine Überfahrt machen, indem wir hier halt mulchen,
dann bearbeiten wir auch den Unterstockbereich, um einfach möglichst effizient jede Überfahrt zu nutzen, weil jede Überfahrt verdichtet wieder ein bisschen mehr den Boden und das wollen wir nicht. Wir wollen so wenig wie möglich Ressourcen verbrauchen und so wenig wie möglich auch Zeit damit mit dem Traktor fahren. Und wenn der jetzt hier lang fährt, hast du keine Angst, dass die Wurzeln von den Stöcken... Nein, die Wurzeln von den Stöcken sind viel tiefer. Okay. Also die Wurzeln beginnen 30 cm unter der Oberfläche. Das heißt, hier ab hier 30 cm runter fangen erst die Wurzeln an. Das heißt, wenn die jung gepflanzt werden, sind die Wurzelspitzen 60 cm tief schon. Okay. Ja, also du der... Du musst immer 60 cm bohren, damit du so einen Stock setzen kannst. Ja, das wird anders gemacht. Die Erde wird aufgepflügt, ja, und hinten wird die Rebe reingestellt und wird hinten wieder zusammengedrückt. Also die Erde wird kurz geöffnet. Ja, also das ist, wie wenn man durchs Wasser fahren würde, dann ist hinter dem Schiff sozusagen eine kurze Leerstelle. Und dann, da wird die Rebe reingestellt, kurz festgehalten und dann wird die Erde wieder angedrückt. Und somit kann man das in einer Reihe wunderbar pflanzen. Wie viele Rebstöcke stehen dann hier auf 2 Hektar? Auf einem Hektar stehen 5000 Reben, das heißt, hier stehen über 10.000 Reben. Das heißt, 10.000 Mal so einen Stock reinhauen. Genau. Okay. Ja. Also wer Langeweile hat, kann bei den Melden. Genau. Und hier sieht man das auch wieder wunderschön. Wir haben hier Wicken drin, wir haben hier im unteren Bereich auch noch wahrscheinlich Klee. Der ist jetzt nicht ganz so gut zu sehen, aber Wicke und auch Korn und Getreide, die passen sehr gut zusammen, weil die Wicke an dem Getreide sich hochranken kann. Die kann von alleine aus nicht stehen, aber sie kann sich dann daran festhalten. Und dieser Bestand wird dann halt auch in der nächsten Zeit eingearbeitet, wo wir dann einfach wieder einen Lebendverbau haben, der Boden einfach mehr, also ich sag mal Nahrung für die Bodenorganismen praktisch bekommt. Und ja. Jetzt kann ich mir erinnern, jetzt haben die Leute, damals in den 90ern hat man so angefangen mit Begrünung, da hieß es dann, wenn du zu viel begrünst, nur jede zweite Reihe, sonst hast du eine Utaton in den Reben. Ja, das ist wiederum die Konkurrenz, wie viel erlaube ich. Ja? Und das muss man natürlich immer wieder abhängig machen von dem Wetter und auch von dem Boden. Ja? Das heißt, man muss immer unterscheiden, habe ich ein feuchtes Frühjahr? Wie viel hat es insgesamt im Winter geregnet? Ja? Das heißt, mein Blick ist nicht nur in den aktuellen Moment rauszuschauen, sondern man, in den Weinberg zu schauen, sondern man muss auch immer mal zurückschauen. Das heißt, ich gucke mir die Wetterdaten an, gucke mir an, was hat es im Januar, Februar, März geregnet, was hat es im letzten Halbjahr geregnet. Also daran muss ich mich so ein bisschen orientieren, muss mich auch immer an dem langjährigen Mittel ein bisschen orientieren und muss einfach schauen. Ja? Und immer beobachten. Das ist total wichtig, dass wir beobachten und gucken, wie sieht das Ganze aus. Also jedes Jahr ist anders. Jedes Jahr ist anders. Komplett. Ja. Ja, hier haben wir zum Beispiel einen Klee. Der wird auch noch größer werden. Ja, das ist jetzt, der ist jetzt oben nur ein bisschen abgeschnitten, aber nicht zu tief. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Da ist auch noch einer. Ja. Die wachsen dann von unten durch. Wenn wir jetzt das große Getreide weg haben, dann kriegt die Untersaat wieder mehr Licht und kann dann natürlich auch mehr wachsen wieder. Und die Wurzeln von den Pflanzen, die durchdringen natürlich den Boden und können somit halt natürlich auch Verdichtungen und so weiter ein bisschen aufbrechen. Ja? Und jede Pflanze hat natürlich ein ganz anderes Wurzelsystem. Ja? Wenn man sich so einen Löwenzahn anschaut, der hat eine Pfahlwurzel nach unten. Ein Getreide, das ist ganz vielfältig, das geht in ganz viele Richtungen. Ja. Ganz wichtig, auch weil du das gerade eben angesprochen hattest mit Uta, wir müssen einfach gucken, wie die Konkurrenz zueinander ist. Ja, wir haben einen Vorteil durch Pflanzen, die um die anderen Pflanzen drumherum sind, aber wir müssen schauen, dass das Gleichgewicht stimmt. Ja. Aber du hast jetzt dadurch eigentlich auch nur so eine begrenzte Monokultur, weil früher waren Weinberge ja, wie soll ich sagen, platt. Ja, auch wenn man hier rüber schaut, wir sehen hier einen dichten Teppich aus Klee, aus verschiedenen Kleesorten. Ja? Das ist Weißklee, Gelbklee, also die ganz, ganz unterschiedlich sind. Die locken auch unterschiedliche Tiere an, haben auch, wie gesagt, auch unterschiedliche Wurzelsysteme. Und da ist es halt ganz wichtig, dass wir unterschiedliche Spezies in diesem Weinberg haben. Wenn wir jetzt nur hier Gras hätten, ja,
dann, der dann auch wunderschön auf Golfplatzhöhe runtergetrimmt ist, dann habe ich Reben und Gras. Aber Gras hat einen Wurzelhorizont, der ist 5 cm hoch, mehr nicht. Und hier haben wir einfach ein ganz, ganz anderes Leben, auch unter dem, was wir Oberfläche nennen. Also der grüne Golfrasen im Vorgarten ist ökologisch gesehen ziemlich tot. Ziemlich eine Monokultur. Also eine Monokultur zur anderen ist noch keine Vielfalt. Was kann? Also wuchern lassen. Ja, wuchern lassen, nein, das muss schon kontrolliert sein. Jedenfalls im Weinberg. Ja, auch da wieder gucken. Es darf nicht zu viel sein, es darf nicht zu wenig sein. Und man muss einfach gucken, dass das Ganze im Gleichgewicht bleibt.